Minimalistisches Design ohne jeglichen Firlefanz. Kein Wunder, dass die Macher des Cowboy-Bikes ihr Fahrrad als das iPhone unter den E-Bikes anpreisen. Fast 2000 Euro kostet das Rad inklusive passender App. Und die ist besonders wichtig. Denn mit der App aktiviert ihr den Motor des E-Bikes. Auch wenn da ein Schlosssymbol steht. Abschließen lässt sich das Rad per App leider nicht. Das ist laut Hersteller technisch gar nicht möglich. Aber dafür lässt sich das Cowboy-Bike mit der App orten, falls es geklaut wird. Im Oberrohr ist nämlich eine SIM-Karte eingebaut. Das E-Bike unterstützt euch, wie bei Pedelecs üblich, bis zu 25 Stundenkilometer. Aber jetzt wird's rasant, denn über die App könnt ihr auf den Offroad-Modus schalten und dann schiebt euch der Motor sogar bis zu einem Tempo von 30 km/h. Aber dieser Modus ist nicht auf öffentlichen Straßen erlaubt. Und ein Helm ist auch schon bei 25 km/h ratsam. Denn mit dem Cowboy-Bike seid ihr sehr schnell in der Stadt unterwegs. Die breiten Slick-Reifen geben eine gute Haftung ohne unnötigen Widerstand. Der kurze Lenker und der steile Lenkwinkel machen das Rad super agil. So schlängelten wir uns mit viel Spaß durch die City. Nur an die Hecklastigkeit wegen des Akkus und des Motors mussten wir uns gewöhnen. Hier kam das Heck teils nicht ganz mit und schob stark in den Kurven. Apropos Akku, der sitzt gut versteckt hier und bringt euch auf der Ebene laut Hersteller bis zu 70 Kilometer weit. Zum Aufladen nehmt ihr ihn heraus und ladet ihn in unter 4 Stunden an jeder Steckdose wieder voll. Schade, dass man sein Handy nicht am Akku aufladen kann, denn nur mit der App könnt ihr den Motor starten oder das Licht an- oder ausschalten. Wir hätten uns hier mehr App-Funktionen gewünscht, etwa ein individuelles Tuning des Motors und eine bessere Kartendarstellung. Richtig cool ist der Riemenantrieb. Der macht das Radeln sauberer und den Wartungsaufwand geringer. Gänge, die gibt es nicht. Hatten wir hier in der Stadt aber auch nur selten vermisst. Höchstens beim Anfahren am steilen Berg. Außerdem kommt das 16 Kilo schwere Bike ohne irgendeine Federung. Das spart Gewicht. Gut so. Kurzum, das Cowboy-Bike ist ein sehr flottes E-Bike für Leute, die in der Stadt größere Strecken problemlos bewältigen wollen. Der Preis von knapp 2000 Euro ist fair. Für die Ästhetik geben wir eine glatte 1.